Anscheinend ist mal wieder eine neue Ransomware aufgetaucht. Diese funktioniert allerdings nicht wie die bisher bekannten Versionen, wie zum Beispiel Loki, Tesla, Crypt und wie sie alle heißen. Diese neue Software, die auf den Namen WanSock getauft wurde, durchsucht den PC nach Dateien, die für eine Erpressung genutzt werden können, also zum Beispiel Torrent-Dateien, irgendwelche illegalen Downloads etc. pp. Und durchsucht den PC auch nach Social-Media-Verknüpfungen des Benutzers, also Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Die gefundenen Dateien werden dann allerdings nicht wie sonst üblich selber verschlüsselt, sondern es wird ein Sperrbildschirm über den Desktop gelegt und der PC somit quasi unbrauchbar gemacht. Dieser Sperrbildschirm wiederum fordert die Benutzer dann schließlich dazu auf, einen gewissen Betrag zu bezahlen, um zum Beispiel eine Anzeige zu verhindern. Der Text selber soll sich dabei je nach den gefundenen Dateien unterscheiden. Damit Nutzer diesen Sperrbildschirm nicht abschalten können, scannt die Software wohl alle 100 Millisekunden nach Prozessen wie zum Beispiel dem Task Manager, WebEdit oder MS-Config, um zu verhindern, dass der Benutzer diesen Bildschirm ausschaltet. Die Zahlungen selber sollen diesmal eher unüblich per Kreditkarte getätigt werden und nicht wie sonst in Bitcoins. Die Verbreitung dieser Software bzw. Malware findet wohl vor allem über Werbebanner auf Pornoseiten statt. Bei Nichtbezahlung droht die Software dann damit, die gefundenen Dateien zum einen auf den ebenfalls gefundenen Social-Media-Plattformen unter dem Namen des Benutzers zu veröffentlichen und auch eine Anzeige bei den entsprechenden Behörden zu starten. Die Software verwendet dazu einen Auto-One-Key in der Registry, welcher allerdings durch einen Neustart in den abgesicherten Modus entfernbar sein sollte.